Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Grounded. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, es ist irgendwie eine Menge passiert. Mir wurde ja in der Community schon gesagt, dass es ein neues Update gab in Grounded. Jetzt war ich rein zufällig hier am Rumwerken. Ich habe mir jetzt mal hier eine Kiste gemacht und zwar für meinen Smoothie Maker hier. Und ich weiß noch von Gabriele, ich habe da einen tollen Screenshot bekommen. Und die Idee fand ich darin sehr schön. Und zwar wohnen hier auf dem Bild, was ich bekommen hatte, alle Smoothies platziert, die es gibt. Und darunter halt die ganzen Zutaten. Jetzt war ich hier bei Menschenfutter, glaube ich, oder so. Genau, da gab es einmal diesen Billy Hawk Brocken. Ich kann euch das ja mal zeigen hier, das, was ich schon mal entdeckt habe. Genau das hier, ne? Ist so ein Billy Hawk Brocken. Das ist hier der Apfel. Aber was ist das hier, um Gottes Willen? Ich weiß nicht mehr, was das hier war. Keine Ahnung. Jedenfalls konnte ich das noch nicht ausweiten. Ich habe das Bild jetzt auf meinem Handy irgendwie, konnte nicht nachgucken, was es noch für Rezepte gibt. Mache ich alles noch im Laufe der Zeit. Und während ich halt so rumschaute, habe ich erstmal gesehen, dass es hier im Basisbau einiges Neues gibt. Und zwar einmal hier ein stabiles Konstrukt aus Unkrautstängelbalken. Ich weiß nicht, ist es ein Balkon oder so? Kann es ein Balkon werden? Weil hier steht leider jetzt auch nur DE 212 Buildings. Dann ist das hier neu, dieses Buildings, ein stabiles Konstrukt aus Unkrautstängelbrocken. Das ist irgendwie wie so ein Dreiecks-Dingsbums. Und dann war hier unten noch dieses hier. Ein solider Boden kann man auch als Decke benutzen. Wow. Genau, das ist auch neu. Nochmal in dreieckiger Form. Und was war noch neu? Hier, eine Wendeltreppe. Eine vertikale Hindernisüberwindung, wo man sie so benötigt. Ich bin begeistert. Eine Wendeltreppe, wie schön ist das denn? So, hier habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt. Wollte ich mit euch zusammen machen. Okay, was ist das hier? Was soll das denn? Irgendwas zum Aufhängen? Kann ich mir einen Strick nehmen und mich erhängen dann, oder wie? Ist das irgendwas für die Wand? Ein Haken? Kann ich da meine Kleidung anhängen oder was? Keine Ahnung. Okay, gut, werde ich irgendwann herausfinden. Und dann haben wir noch ein bisschen Dekos. Nein, ist das hier für Treppen? Ein Geländer? Oh, wie cool ist das denn? Wartet mal, das muss ich gleich mal austesten hier. Okay, hier geht's jetzt gerade nicht, glaube ich. Oh, wie geil. Guck mal. Nee, jetzt hab ich's weggemacht, ich Idiot. Nein, keine Kiste. Ich wollte die Treppe haben. Wartet mal. Hier, das Geländer. Okay, jetzt muss ich nur herausfinden, warum das nicht geht. Oh, wie geil. Oh, schön. Ach, das ist ja herrlich. Ach, neue Wanddekos. Eine im Schweiße deines Angesichts errungene Trophäe für die Wand. Okay, ist doch ein Ameisenkopf, ja. Was haben wir hier noch? Ach, das ist die Stechmücke. Okay. Ja, okay, sehr schön. Gefällt mir auf jeden Fall. Also, die Entwickler machen echt eine ganze Menge hier aus dem Spiel. Oh ja, ich muss vor allem auch mal schlafen. So, komm, gehen wir mal ins Bettchen. I am sleepy. No joke. Und wie immer habe ich jetzt auch wieder Hunger. Und Durst. Feeling refreshed. Ja, gönn dir mal 2 Tropfen. So, was habe ich denn zu essen? Komm. Can't waste food. Genau. Can't waste food.
Count on food. Ja, iss mal ein bisschen was. Komm, einmal kannst du noch. Ach so. Okay, wunderbar. Sehr cool, auf jeden Fall. Und dann habe ich gesehen, genau als ich noch an meinen Kisten so rumstöberte, dass ich hier diese beiden Sachen noch entdecken könnte, sollte. Pollen und Stechmückenschnabel. Das werden wir jetzt auch gleich mal tun. Meine Güte, ich komme mit dem Spiel gar nicht hinterher mit den ganzen Neuerungen. Ich habe doch nicht mal die Seilrutschen gebaut. Ich mag hier irgendwie die Forschungsstation am liebsten. Die ist ungefährlich, bisher jedenfalls. Komm, das nehmen wir gleich mal mit hier. Ein bisschen Sirus und Wachs, ne? Na, ihr Süßen. Ja, ihr seid so lieb, ne? Wer will mich jetzt angreifen? Wow! Wer ist da? Unverschämt. So. Ich bin in Sicherheit. Okay, analysieren. Dann machen wir das mal. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja, okay. Das war wohl nix, außer ein paar Wissenschaftspunkte. Pollenknödelschutz. Was? Ein Pollenknödelschutz? Was ist das denn? Pollenknödelschutz. Wo finde ich das jetzt? Jetzt muss ich überall durchgucken. Pollenknödelschutz. Okay. Oh, hier. Unter Gesundheit und Snacks. Mach dich für kurze Zeit vor deinem Gegner unsichtbar. Nein. Ernsthaft? Ist das gut? Ich meine, wenn man sich irgendwie unsichtbar machen soll, was passiert hier noch in dem Spiel, bitte? Noch ein paar Algen mitnehmen. Huch! Nicht so schnell. Ich schaue mich nur ein bisschen um. Hier noch ein bisschen Seerosenwachs mitnehmen. Tue ich irgendwie zu selten. Ja, ja, ich tauche ja gleich auf. Bin ja nicht allzu tief. Hey, Kaulquappe. Du versperrst mir die Sicht. So, auftauchen. Wunderbar. Jetzt ist nur die Frage, wie bekomme ich jetzt die Pollen eigentlich? Was sucht ihr denn hier? Du hast hier nichts verloren. Weil die Pollen lagen ja eine Zeit lang hier rum. Muss ich jetzt dazu vielleicht irgendwie so einen Löwenzahn irgendwie killen? Oder... Rüsselkäfer. Ich weiß. Ich weiß, aber ich brauche dich. Ich muss mein Schild wieder reparieren. Ah, ich bin aber auch heute echt böse drauf.
Hier kann man aber nichts machen immer noch, ne? Nee. Oh, guck mal die Mücken da. Ah, komm her. Ja, ich weiß. Du wolltest mir gerade guten Tag sagen, ne? Ja, ist jetzt eine gute Frage. Wie komme ich zu Pollen? Und vor allem... Ach, ist egal. Ist egal. Ich habe heute eine Million Fragen, so wie es aussieht. Hallo, Spinne. So, ich brauche immer noch einen Rüsselkäfer. Nee, du bist keiner. Ich war... Oh ja. Okay, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. So, dann gehe ich mal ganz kurz mal dahin. Aber vorher trinke ich mal hier noch einen Schluck Limonade. Oh Gott, Party der Ameisen. Rüsselkäfer. Oh, ach ja, hier ist ja noch ein... Guck mal. Nee, okay, ich dachte, da wäre noch ein Stängel, aber nein, ist nicht. Den habe ich nämlich übersehen. In der letzten Folge, glaube ich, war das. Wertvolle Gestängel. Ja, das Glück, dass ich gerade meine Waffe nicht in der Hand habe. So. Mit G, ne? Ja. So, wo sind die Rüsselkäfer? Wo habt ihr die gelassen? Komm, bist du sowieso wieder fast voll. So, hallo Bienchen. Hä? Die Wiese hier ist aber... Das ist hier aber neu. Whatever's rumbling down there, I'm gonna stomp on it. Was? Wer auch immer da rumruft, ich stampfe drauf oder so ähnlich? Jo. Wartet mal. Ich habe ja eine Schippe. Vielleicht sollte es was bedeuten. Was ist das denn? Wie? Oh nein, mein Inventar ist voll. Komm, iss mal. I've had worse, I guess. Larvenstachel? Säuredrüse. Oh. Was kann ich denn jetzt wegwerfen? Ach komm, dann iss mal das noch. Ich weiß, die ist satt, aber... Ich hätte jetzt schwören können, es ist eine Made gewesen. Okay. Ich werde jetzt nie wieder was ausbuddeln. Ich brauche immer noch einen Rüsselkäfer. Ehrlich jetzt? Jetzt hat sich das... Ich höre es hier aber immer... Irgendwo... Irgendwo ist noch was in der Erde. Ich sehe es jetzt so gerade nicht. Nee, das ist irgendwo hier. Könnt ihr das auch hören? Jetzt ist es weg. Jetzt ist es wieder da, aber ich sehe nichts. Ist es jetzt bei Birgel auch irgendwie verändert? Nee, oder?
Da ist ein Marienkäfer. Die sind doch hoffentlich immer noch lieb, oder? Hallo, bist du? That ladybug would be a menace boxing out in the paint. Okay, also meine Hupsi erzählt mir hier immer jetzt Sachen, wenn sie irgendwas sieht. Alles klar. Ich weiß nicht, sollte ich das mal zu Burgle kurz irgendwie wagen? Oh Gott. Oh Gott, ich fühle mich irgendwie nicht wohl. Gerade. Da ist die Wolfsspinne. Ich bin auch leicht zu weit gegangen. Ja, ich wusste es. Ich tue mir jetzt weh. Hä? Wartet mal. War der Eingang hier? Ja, tatsächlich. Ich bin echt zu weit gelaufen. Ich will einfach nur mal kurz reingucken. Ob hier wirklich irgendwie was neu ist oder so. Man weiß ja nie. So, zu entdecken habe ich ja nichts, ne? Nö. Hm. Oder hast du vielleicht noch neue Sachen, mein Guter? Always happy to see a repeat customer. If you have any extra raw... Okay, Teenie Guys, Eicheschauverbesserung, Schilderset, Tagtraum, Scap Scanner Scaps, Augenklappenverbesserung, Faserverbands, bla, Flaschenverbesserung, Schilderset, Flipflossenverbesserung, Tauchlaternenverbesserung, Fressbombenrezept. Achso. Nö, ich glaube, da ist nichts Neues. It's good to see you with three bold quests. Ja, hier dürfte jetzt eigentlich nicht sein, ne? Genau, weil ich habe ja drei Aufgaben. Okay, alles klar. Ja, hier drinnen muss ich mich auch noch umsehen, ich weiß. Okay. Dann war das heute mal so eine kleine entspanntere Runde, würde ich sagen. Mit ein paar Neuerungen drin. Manchmal denke ich, da oben sitzt eine Spinne. Ich weiß nicht warum. Weil es vielleicht irgendwann mal so sein wird. Okay. So, dann gehen wir schön nach Hause jetzt. In mein Strandhaus. So, jetzt werde ich mich natürlich erstmal leer machen. Ein paar Sachen hier auf. Ah, Fievel. Das ist natürlich schlecht. Nee, den werde ich erstmal nicht verbrauchen. Genau. Einmal den. Pollen. Woher? Achso, ja, die habe ich ja gerade entdeckt. Ja, ja, schon gut. Ich wollte gerade fragen, woher habe ich die denn jetzt bitte? Oh Gott. Ich bin leicht verwirrt. Genau, das ist ja hier Essen und so. Seerosenwachs ist nicht zu essen. Jetzt bin ich leicht... Ich bin jetzt wirklich leicht irritiert hier heute. Okay, also... Allein nur wie diesen, wie dieser Larve. Unfassbar. Den habe ich woanders ja, den hier. Das tun wir hier rein. Habe ich sonst noch irgendwas? Ich sehe heute gar nichts, ne? Doch, hier dieses Schleimdingsbums hier. Guck mal. Okay.
So, hier hatten wir die Seerosensachen, genau. Und die Blüten. Genau. Und jetzt hier hinten waren die Bienensachen oder so. Und die Mückensachen. Pollen. Pollen. Ja, wo tue ich die denn jetzt am besten hin? Nee, da nicht. Zu essen kommt es auch nicht. Ja, dann mache ich die jetzt hier rein. Genau. Denn eigentlich wollte ich ja auch mit euch zusammen dingsen. Na sag schon. Beeren wieder holen gehen. Dann mache ich das aber mit euch jetzt in der nächsten Folge. Dann ist es halt so. Stimmt's? Hm. Was mich jetzt noch mal kurz interessieren würde, wäre beim Basisbau, ob das hier ein Balkon sein soll. Kann man das als Balkon... Kann man wahrscheinlich machen, ne? Hm. Man kann es aber auch auf den Boden stellen. Und vor allem würde mich mal ganz kurz auch die Wendetreppe interessieren. Das war wo? Bei Deko, oder? Nee, das war auch bei Basisbau. Das war ganz unten. Ja, hier war's. Wow. Wie geil. Oh, ist das hübsch. Also mir gefällt es sehr, sehr gut, auf jeden Fall. Dann kann man ja eigentlich direkt, wenn ich hier reinkommen würde, eine Wendetreppe bauen. Eigentlich. Anstelle so einer. Oder? Wäre doch eigentlich schön. Wow, also wirklich, mir gefällt es sehr, sehr gut. Okay, meine Lieben. Ich danke euch auf jeden Fall jetzt fürs Zusehen, für eure Likes und für eure Kommentare. Heute ist natürlich nicht so viel passiert, aber das gehört nun mal auch zum Spiel. Vor allem auch zu mir, denn ich muss ja auch immer erst alles herausfinden. Ich lasse mir auch immer gerne viel Zeit damit. Jetzt würde mich aber auch interessieren tatsächlich, wie man zu Pollen gerät. Wie kommt man zu Pollen? Ich meine, die Bienen, die sorgen ja dafür, dass die bestäuben. Nicht wahr? Aber wie kommt man zu diesen Pollen dann? Muss man halt die Blüten auch dann kaputt machen? Ist das vielleicht so? Wäre vielleicht eine Erfahrung wert? Sollte ich vielleicht mal machen. Genau, vielleicht finde ich dann auch mit euch zusammen noch einen letzten Rüsselkäfer, weil ich muss ja mein Schild erneuern. Auf jeden Fall. Habe ich gerade einen gehört? Da! Oh, es tut mir leid. Ich weiß. Warte, dann werde ich mal schnell noch ein Schild machen. Also den reparieren. Muss ich das eigentlich an der Werkbank? Ich vergesse sowas immer. Inventar. Reparieren. Ne, muss ich gar nicht an der Werkbank machen. Super. Ja, somit habe ich dann meinen Schritt jetzt auch repariert und dann können wir in der nächsten Folge, wie gesagt, mal zur Hecke wieder gehen und uns ein bisschen Bärenleder besorgen, also Bären besorgen, damit ich daraus Leder machen kann und mal sehen, was uns denn da noch alles erwartet. Bis dann, ihr Lieben. Ich danke euch. Bye, bye.